Genoss zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Beim letzten Mal waren wir noch in einer Schmugglerhöhle unterwegs. Leider hat sich das nicht als so ertragreich herausgestellt, beziehungsweise den Abschluss dieser Schmugglerhöhle zu 100% konnte ich nicht gewährleisten, weil ich es nicht geschafft habe, an dieses eine verflixte Fragment ranzukommen. Haben das jetzt erst einmal auf Eis gelegt. Oh, yes. Alter. Weil wir wahrscheinlich ein Pulverfass gebraucht hätten. Im vernünftigen Maße. Das war ein ordentlicher wilder Ritt unter Wasser. Und haben deswegen erst einmal die Segel gesetzt und sind bei einem weiteren Schiffswrack. Haben bei einem weiteren Schiffswrack geankert. Welches wir gerade dabei sind, in Gänze abzuschließen. Hauptsächlich sind wir hier in einem Höhlensystem unterwegs. Und haben auch den. Elite-Plan. Ein weiterer Portfall. Haben einen weiteren Elite-Plan uns angeeignet für die Drehbassen an Bord der Jackdaw. Welches für den maximalen Schadensaus-Output später mal verantwortlich sein wird. Ich hätte jetzt aber, bevor wir hier bevor wir jetzt hier wirklich wieder mit der Jackdaw verschwinden, warte mal, gibt es da eine Möglichkeit? Das muss ich jetzt mir nochmal ansehen. Das muss ich jetzt gleich nochmal abgleichen mit der Karte. Ich bin wahrscheinlich jetzt schon wieder komplett falsch, ne? Ja, bin ich, weil hier war der Anfang. Da sind wir gerade rausgekommen, glaube ich, ne? Da kommen wir nicht wieder rein. Gut, dann noch einmal Luft schnappen. Okay. Dieses Fragment als auch die Truhe, ne? Das sind ja Sachen, die sind ja nicht unmöglich. Weil man das Fragment ja schon gesehen hatte. Bei der Truhe? Keine Ahnung, da muss ich gepennt haben offensichtlich. Irgendwie muss man ja an das Fragment rankommen können. Das ist ja nicht grundlos. Ja, wie ich es mir schon dachte. Also beim letzten Mal habe ich es einfach nur nicht geschafft, das von der Geschwindigkeit aus irgendwie hier nochmal einzulenken in diese Ecke. Also fehlt jetzt nur noch die letzte Kiste. Und die ganzen Seeigel nehme ich natürlich auch wieder mit.
Sehr gut, dass ich das Fass beim letzten Mal nicht mit eingesackt habe. Das hat uns gerade echt den Arsch gerettet. Das war wirklich mal ein tiefer Atemzug, Mann. Da ist sogar noch einer an das Holz gefesselt gewesen. Armer Teufel. Alter, man nimmt hier auch alles mit. Kurzer Abgleich, wo sind wir jetzt? Gut. Wir sind noch nicht da, wo die Kiste sich befindet. Alter. Ich sehe schon, wir werden hier unter Wasser noch von den Quallen zu Tode gestochen. Wahrscheinlich habe ich das wohl auch deswegen nicht gesehen, weil da noch die Luftblasen dazwischen gewesen sind oder beziehungsweise davor. Ja, oder aber die Kiste liegt einfach auf dem Grund. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Irgendwo hier, ja. Hier unten im Seegras versteckt. Kein Wunder, dass ich es nicht gefunden habe. Aber ich habe doch wirklich vorhin nicht drauf geachtet. Das dürfen wir nur nicht hier bei der Geschichte verkacken. Autsch! Eigentlich dreifacher Rippenbruch. Ja, schön dagegen gerudert. Ja, nutzen wir die kurze Auszeit hier. Junge, bei dem Höhlensystem, ey, kriegt aber auch Edward alles ab, was er braucht. So, nach der zweiten Runde endlich wieder zurück an Bord. Aber das wenigstens im Sack. Ja, bei Grand Cayman, da fehlt uns ja wirklich nur noch der Assassinenauftrag. Stoff in den Wind! Hoch, Leute! An die Bramsegel! Sally Brown, she's the gal for me, boys! Go, boys, go, boys, go! Sally Brown, she's the gal for me, boys! We are Sally Brown! It's down to Trinidad to see Sally Brown, boys! Go, boys, go, boys, go! Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. And we are Sally Brown. She's lovely on the foreyard, she's lovely down below, boys. Oh, boys, go, boys, go. She's lovely 'cause she loves me, that's all I want to know, boys. And we are Sally Brown. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Oh, boys, go, boys. Some I stole forward and some I stole after. Nehmt die Rahn aus dem Wind! 40 Fathoms below, boys. Ist keine Schikane. Wenn die Wanden alle Segel reffen!
Hauptsegel aufgehalten! Hauptsegel bergen! Einmal an Land gehen. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, es müsste der letzte übrig gebliebene Assassinenauftrag sein. Hier bei Grand Cayman hatten wir ja auch die 50% Marke erreicht. Vom insgesamten Spiel. Der Schmugglerunterschlupf. Der Anführer einer Schmugglerbande ist zu weit gegangen, als er gestohlene Ware an die Templer verkaufte und dabei viele unschuldige Männer und Frauen ermordete. Beendet sein Leben, damit er keinen weiteren Schaden anrichten kann. Gewiss. Das ist ein Scherz, ne? Ja gut, alles klar. Dann weiß ich auch nun, warum wir diesen Auftrag damals nicht annehmen konnten, weil uns zu dem Zeitpunkt die Taucherglocke fehlte. Das ergibt Sinn. Ich frage mich trotzdem, wie können die Leute da überhaupt rein? Das sind doch alles mit Sicherheit nicht so begnadete Schwimmer hier wie Kenway. Und selbst falls doch, wie kriegen die ganzen Shit da eigentlich rein? Captain ist am Ruder. Der Segelmänner! Markieren wir uns das einmal. Anotto Bay. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Groß und Bramsegel. Hinten braut sich auch was zusammen. Zumal, wo hat man die Taucherglocke eigentlich verstaut auf dem Schiff? Ist auch so eine Frage, die ich mich noch gar nicht gestellt habe. Jetzt kommt das richtig beschissene Wetter. Hier verbirgt sich doch garantiert irgendwo eine Monsterwelle. Nur darauf wartet zuzuschlagen, wenn man es am wenigsten vermutet. Alter! Kein Wunder, dass sie sogar bei dem Wetter aufgehört haben zu singen. Das war ein Delfin, schätze ich mal. Ich konnte es nicht mehr ganz erkennen. See hat sich wieder beruhigt. Also das war mit Sicherheit kein Delfin. Warum blinkt es eigentlich da die ganze Zeit? Ja,
Ist doch schon eigenartig, oder nicht? Da macht da einer die ganze Zeit Blitzlicht. Fotografiert da irgendeine Scheiße? Sicher sein kann man sich da nicht. Auf ein neues. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Ort so schnell nochmal aufsuchen werden würden, aber wenn das Spiel sagt, Junge, das ist eine verdammt günstige Gelegenheit, mach das jetzt. Dem komme ich nach und versuche mein Bestes erneut jetzt in dieser Hinsicht das letzte ausstehende Fragment hier noch zu holen. Seid mal ehrlich, noch schlechter hätte das Timing ja eigentlich nicht sein können, oder? Da ist ihm die Mahlzeit doch plump in das Maul geschwommen. Krass. Ist eigentlich hier hinter noch irgendwas? Ne, hier ist dicht. Warum kommt der Hai hier überhaupt jemals wieder raus? Da war zu. Hier geht's lang. Wer weiß, vielleicht noch einer? Den haben wir beim letzten Mal gar nicht gesehen. Vielleicht hat ja einer einen Schlüssel für dieses Tor. Eines der beiden Türen. Auf jeden Fall muss das ja machbar sein, an dieses Fragment zu kommen. Ich meine, es geht hier immer noch um Holz. So schwer kann das eigentlich gar nicht sein. Klauen welchen Typen jetzt nicht. Noch bin ich da nicht hintergestiegen.
kann eigentlich nur der Typ sein. Überlebt haben, weiß ich zwar nicht, aber sagen wir mal, es war wieder Luck. Genau, sprengt euch am besten einfach selber in die Luft. Hat den Typen befreit, wie es aussieht. Der haut aber auch rein, ey. Ehrlich gesagt nicht, warum ich mich hier in diesem Gefilde so schwer tue. Weil die nicht mal explodieren tut. Was bringt das jetzt hier? Fragen über Fragen. Möge es jetzt klappen. Na, sind die Granaten ausgegangen, Junge, oder was? Das war's mit dir, Penner. Was mich immer noch zu der Frage bringt. Dieses Fass liegt hier nicht ohne Grund. Wenn es von dort aus nicht klappt, dann wenigstens von hier drüben. Ich meine, es muss ja irgendwie gehen. Aber ich will den Typen auch nicht killen, das hat er nicht verdient. Soll schon mittig liegen. So. Versuchen wir es jetzt nochmal. Wo lag denn hier gerade eine Muskete? Da. Bitte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir zu hoch. Es ist mir zu hoch, Freunde. Nö. Kein Plan.
Oder kommt man unterirdisch da rein? Das wäre so die letzte Alternative, die mir dazu noch einfällt. Tatsache. Es ist also von unterirdisch. Komm, kletter hoch, Junge. Tatsache, alles klar. Ja, gut. Ja, hätte ich vielleicht auch schon früh drauf kommen können. Tatsache. Aber ich meine, ey, es ist doch trotzdem irgendwie Unsinn, dass mit einem Pulverfass Holzbretter nicht gesprengt werden können. Ich meine, come on. Das ist schon... Naja, da hat man sich's dann doch einfach gemacht, würde ich mal sagen. Oh, das ist mal ein geiler Shot. Das ist mal verdammt geil. Leider, dass es noch 2 Minuten auf der Uhr sind, sonst hätte ich hier die Aufnahme gerne beendet. Aber das nenne ich doch mal einen Shot. Wenn das nicht der letzte Assassinen-Auftrag gewesen war, dann doch mit Sicherheit, ja, dort, in Korosal. Wo sind wir jetzt? Da sind wir gewesen, ne? Dann können wir Kurs setzen Richtung San Juan. Könnte auch schon wieder eine Schmugglerhöhle sein. Weil da sich nur 3 Kisten und 2 Fragmente aufhalten. Aber immerhin bin ich ja froh, dass diese Schmugglerhöhle jetzt auch passé ist. Ein schönes Lied, welches ich aufgrund des Timers nicht wirklich abbrechen wollte. Wir können jetzt noch diese 800 Meter ruhig noch bis zum Ort segeln. Und dann wird hier die Aufnahme erst einmal beendet werden. Im aufgehenden Mondschein. Also sind das die 3 Bricks, die wir schon mal gesehen hatten? Komischerweise tauchen die immer dann auf, wenn man hier gerade in der Nähe von so einem untergegangenen Schiffswrack ist, ne?
Mars- und Topsegelberg. Schon eigenartig, aber ja, es handelt sich erneut um eine Schmugglerhöhle. Wie ich mir das schon dachte. In Ordnung, meine Lieben. Wir haben einiges erreicht, einiges auch abgeschlossen, was ich beim letzten Mal schon ganz gerne hätte streichen wollen. Aber besser später als gar nicht. Ne? In der Hinsicht, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed Black Flag.